Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man einen Mealy-Automaten in einen Moore-Automaten umwandelt, sozusagen, und das Ganze anhand einer Beispielaufgabe. Ja, die gucken wir uns einfach mal an. Oh mein Gott! Dachte ich zumindest zuerst, als ich diese Aufgabe selber gesehen habe, aber die ist gar nicht so schlimm. Wir gucken uns jetzt mal ganz in Ruhe an, was hier eigentlich passiert. Wir nehmen einfach mal hier irgendwie diesen Zustand 0. Bei dem Zustand 0, da tun wir eine 1 rein, dann kommt eine 1 raus und wir landen im Zustand 1. Wenn wir eine 0 als Eingabe reintun im Zustand 0, dann kommt eine 0 als Ausgabe raus und wir landen im Zustand 2. Okay, und ich finde das Ganze eigentlich so ein bisschen unübersichtlich hier mit den ganzen Nullen und Einsen und Dreien und sowas. Deswegen werde ich die Zustände einfach mal ein bisschen umbenennen. So, einfach mal ganz schnell überall ein Z vorne dran gepappt. Also wir sind im Zustand 0, Zustand 2, Zustand 2, 1, Zustand 3. Okay, wir fangen ja am besten einfach mal an. Ich würde sagen, wir picken uns einfach hier mal diesen Zustand 0 raus und gucken uns an, was wir damit im Zusammenhang haben, und das sind genau diese Pfeile. Okay, dann malen wir hier mal kurz einen Zustand 0 hin. So, wir sind im Zustand 0, und wenn wir hier eine 1 reingeben in den Zustand 0, ich male es mal hier nach rechts jetzt, wenn wir eine 1 reingeben, dann kommen wir in einen neuen Zustand, und in dem neuen Zustand wird eine 1 ausgegeben. Das ist jetzt so mal dieser Pfeil. Und wenn wir eine 0 reingeben, dann kommen wir in einen anderen neuen Zustand, und im anderen neuen Zustand wird eine 0 ausgegeben. Okay, das können wir einfach erstmal so lassen. Es ist natürlich auf jeden Fall auch noch die Frage, was wird denn eigentlich jetzt in diesem Zustand 0 ausgegeben? Aber das überlegen wir uns später. Wir lassen es erstmal so stehen. So, gut. Dann können wir jetzt einfach mal diesem Pfeil hier folgen. Wir gucken uns also an, wenn wir eine 1 eingeben, kommen wir in einen Zustand, wo eine 1 rausgegeben wird. Und das könnte jetzt der Zustand 1 sein, aber da könnte es ja auch sein, dass irgendwie was anderes ausgegeben wird. Wir gucken einfach mal, was gibt es denn noch für Pfeile, die in die 1 gehen. Da gibt es zum Beispiel diesen hier. Und sonst gibt es eigentlich keinen. So, das heißt, es gibt diese zwei Pfeile. Wenn ich aus dem Zustand 2 komme, in den Zustand 1, dann soll eine 1 ausgegeben werden. Wenn ich aus dem Zustand 0 komme, in die 1, in den Zustand. Also, von dem Zustand 0 mit der 1 komme ich in den Zustand 1 und dann wird auch eine 1 rausgegeben. Das heißt, es wird in jedem Fall im Zustand 1 eine 1 rausgegeben. Also können wir hier ganz in Ruhe sagen, okay, das ist unser Zustand 1. Und wir können außerdem im Grunde schon gleich diesen Zustand 2 mal hier hinmalen. Ja, ich male ihn mal hier hin. Zustand 2 mit dem großen Kreis. Und wenn wir im Zustand 2 sind, wir haben ja hier den Pfeil gesehen, und eine 0 reingeben, dann kommt eine 1 raus. Okay, dann mache ich das mal wieder weg. Dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall diesen Kreis hier, diesen Pfeil hier erledigt, und wir haben diesen Pfeil hier erledigt. Und dann gucken wir mal weiter. Jetzt hatten wir noch diesen anderen Pfeil hier. Wenn ich eine 0 reintue von dem Zustand 0, dann soll eine 0 rausgegeben werden. Dann gucken wir einfach uns mal diesen Pfeil hier an. Ich male den auch mal kurz nach. So. Also es wird eine 0 rausgegeben. Jetzt gucken wir uns auch wieder im Zustand 2, welche anderen Pfeile kommen rein. Okay, hier kommt noch dieser Pfeil hier rein. Und der gibt auch eine 0 raus. Und hier kommt auch noch dieser Pfeil hier rein. Und der gibt eine 1 raus. Okay, das scheint hier ein bisschen komplizierter zu sein. Das machen wir erstmal nachher. Das heißt, ich schiebe das jetzt erstmal auf die lange Bank. Dann gucken wir doch einfach mal hier bei diesem Zustand 1 weiter. Hier, den kreise ich mal ein. So. Was passiert denn hier? Nehmen wir an, wir machen hier eine 0 rein. Das heißt, wir haben einen Pfeil, der geht irgendwo hin. Ich male ihn mal hier runter. Wenn wir eine 0 reingeben, dann kommen wir in einen Zustand, und der Zustand gibt die 0 aus. Und das könnte der Zustand 3 sein. Jetzt müssen wir das aber überprüfen. Wir gucken. Also hier gibt es noch einen zweiten Pfeil in die 3 rein. Und der gibt auch den Zustand 0 raus. Das heißt, wir haben genau dasselbe Spiel wie hier eben mit dem Zustand 1. In jedem Pfeil oder von jedem Zustand aus, wenn man von irgendeinem Zustand in den Zustand 3 reinkommt, dann wird immer eine 0 rausgegeben. Das heißt, wir können hier schon fest sagen, das ist der Zustand 3. Weil im Zustand 3 ja immer eine 0 ausgegeben wird. Obwohl natürlich eigentlich die Nullen hier zu den vorigen Zuständen gehören. Aber bei der Konversion muss man das so ansehen. So, das heißt, wir haben eigentlich auch schon diesen Fall hier erledigt. Und wir können eigentlich auch direkt diesen Fall hier erledigen, der von der 2 kommt. Diesen hier. Kommt nämlich vom Zustand 2. Wenn ich da eine 0 reintue, dann kommt. Oh, wenn ich da eine 1 reintue, meine ich natürlich. Dann kommt da eine 0 raus. Kommen wir in den Zustand 3. So, das bedeutet, wir haben diesen Pfeil hier auch abgehakt. Den streiche ich auch mal durch. So. Gut. Dann machen wir einfach mal weiter. Jetzt haben wir auch diesen Zustand 3 hier. Dann gucken wir mal, was passiert in dem Zustand 3. Wenn ich im Zustand 3 eine 0 reingebe, dann soll eine 1 rauskommen und ich soll im Zustand 0 landen. Jetzt gucken wir mal, könnte man jetzt davon ausgehen, der Zustand 0 gibt eine 1 raus.
Es gibt keine weiteren Pfeile, die reingehen. Es gibt nur diesen einen Pfeil. Okay, dann können wir sagen, vom Zustand 3 kommen wir mit einer 1 in den Zustand 0. Und das bedeutet, Moment, das war falsch rum gelesen. Wir kommen mit der 0 in den Zustand 0 und im Zustand 0 wird die 1 rausgegeben. Das heißt, dieser Pfeil ist auch weg. Jetzt haben wir auch noch diesen Pfeil hier nach unten. Wenn wir im Zustand 3 sind, eine 1 reingeben, dann soll eine 0 ausgegeben werden. Und wir sollen im Zustand 2 landen. Wir sehen jetzt generell, es sind alles nur noch diese Pfeile auf den Zustand 2 übrig und wir haben hier noch einen Zustand, der ist nicht benannt und wir haben hier noch einen Zustand 2, der hat noch keine Ausgabe. Wir können einfach mal gucken, wenn wir hier diesen Pfeil von der 3 lang gehen. Wir geben eine 1 rein und dann soll eine 0 ausgegeben werden. Und dann gucken wir uns mal andere Pfeile an. Hier zum Beispiel gibt es den hier. Dann geben wir eine 0 vom Zustand 0 rein und es soll eine 0 ausgegeben werden. Jetzt mal abgesehen davon, dass da hier Zustand 2 steht, stimmt die 2 doch überein. Und zwar, also ich wechsle mal die Farbe. Dieser hier und dieser hier stimmen ja überein, weil die Pfeile jeweils vom Außenzustand gebe ich eine 1 rein, also ist ja egal, was ich reingebe, jedenfalls kommt eine 0 raus. Das heißt, hier ist irgendwie, also dieser Teil hier, ups, der hat irgendwie was mit diesem Teil hier zu tun. Sonst wollen wir wieder weg, sonst wird es zu unübersichtlich. Okay, das heißt, wir haben im Grunde diesen Pfeil hier erledigt und wir haben im Grunde diesen Pfeil hier erledigt. Und das bedeutet, wir haben im Grunde auch das hier erledigt und wir haben im Grunde auch das hier erledigt. Jetzt bleibt also nur noch dieser eine Pfeil hier. Und noch ein bisschen, ich meine, da fehlt ja auch irgendwie scheinbar noch was. Jedenfalls, dann gibt es noch den Zustand 1 hier. Und wenn wir vom Zustand 1 kommen und eine 1 in den Zustand 1 reintun, ich mache mal hier so einen Pfeil, dann kommen wir in einen anderen Zustand, wenn wir eine 1 reintun, kommen wir in einen anderen Zustand, der gibt eine 1 raus. Keine Ahnung, wie der Zustand heißt. Wir könnten ja auch einfach mal technisch hier Zustand 2 reinschreiben. Aber jetzt ist da auch Zustand 2, deswegen nennen wir ihn Zustand 2a. So, jetzt haben wir hier noch eine Lücke und hier noch eine Lücke. Und gucken wir uns erstmal diesen Zustand 2a an. Gingen wir mal davon aus, dass der Zustand 2a dieser Zustand 2 wäre, dann müssten wir auch diesen Pfeil, dann müsste der wieder da sein und dieser Pfeil hier, die müssten wir dann wieder neu machen. Dann gucken wir mal an, von diesem Zustand aus, wenn ich eine 0 reintue, kommt eine 1 raus und ich lande im Zustand 1. Wo ist denn hier der Zustand 1? Zustand 1 da oben. Sehr gut. Dann malen wir doch einfach mal den Pfeil hier hin. So. Und wenn ich eine 0 reinmache, komme ich dahin, gell? Das heißt, dieser Pfeil ist wieder weg. Jetzt gibt es hier noch den zweiten Pfeil. Ich tue eine 1 rein und bekomme eine 0 raus und lande im Zustand 3. Zustand 3 gibt immer eine 0. Das heißt, ich kann jetzt einfach mal hier einen Pfeil malen und sagen, okay, wenn ich eine 1 reingebe, komme ich in Zustand 3, der eine 0 rausgibt. Der kommt weg. Übrigens, hier hatten wir auch eine Zahl vergessen. Hier muss nämlich auch eine 1 dran. Jetzt haben wir diesen Zustand. Was jetzt immer noch fehlt, ist dieser Zustand hier unten und dieser hier. Dieser Zustand hier auf der rechten Seite, dieser Zustand 2, war ja ursprünglich als dieser Zustand 2 hier gedacht, der dann bei einer 1-Eingabe eine 0 rausgibt und bei einer 0-Eingabe eine 1 rausgibt. Und da führen jetzt noch keine Pfeile hin und von dem hier führen noch keine weg. Und hier ist das obere Teil nicht besetzt, hier ist der untere Teil nicht besetzt. Das sieht auch so aus, als könnte man das irgendwie zusammenfügen. Und das machen wir doch einfach mal. Dazu machen wir das weg und das weg. Und dann kommt hier einfach nur die 1 rein, die wir von da übernehmen. Und dann können wir das wegmachen. Den nennen wir einfach jetzt mal 2b. Und wir haben jetzt da gesehen, da war die 1 von dem Zustand 1, die führte darunter. Und die machen wir jetzt auch mal dahin. Die übernehmen wir darunter. So. Oh, das sieht echt verklumpt aus da. Okay, jetzt überprüfen wir, was haben wir nochmal gemacht. Ich will das nochmal kurz nachziehen. Wir haben gerade diesen Pfeil hier reingesetzt und hier eine 1 reingesetzt. Und jetzt mal hier ein B dran gemacht. Und ich will das auch mal so einrahmen. So. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob das mit dem ursprünglichen hier übereinstimmt. Wir sind im Zustand 1. Wo ist der Zustand 1? Boah, hier ist alles weggekritzelt. Wir gucken uns das nochmal an. So. Hier ist der Zustand 1. Wenn wir im Zustand 1 eine 1 reingeben, also ist es dieser Pfeil hier, landen wir in einem Zustand 2, der eine 1 rausgibt. Das hier ist der Zustand 2 und der gibt ja eine 1 raus, wie man hier sieht. Dann mache ich mal das Rote da unten drunter weg. So. So, wenn wir eine 1 reingeben, gibt er eine 1 raus. Das heißt, dieser Pfeil ist korrekt. Wenn wir jetzt in diesem Zustand wären, der eine 1 rausgibt,
und dann von diesem Zustand aus eine 0 ausgeben, dann kommen wir wieder zurück nach diesem Pfeil hier, laut diesem Pfeil, den wir vorher schon gemalt haben, kommen wir wieder zurück in Zustand 1. Gucken wir mal. Wir sind in Zustand 2, geben eine 0 rein, kommen wieder zurück in Zustand 1 und es soll eine 1 ausgegeben werden. Das ist genau auch diese 1, die hier ausgegeben wird. Okay, dann wieder zurück. Wenn wir in diesem Zustand hier wären, das heißt, wir sind vom Zustand 1, sind wir einmal mit der 1 runtergegangen, in diesen Zustand. Und jetzt geben wir in diesem Zustand eine 1 raus. Und dann gucken wir mal, wenn wir hier sind, wo kommt eine 1? Hier ist die 1. Wenn wir eine 1 rausgeben, dann sollen wir in Zustand 3 kommen und der soll eine 0 ausgeben. Und das ist genau dieser Pfeil hier. Das heißt, wir haben jetzt diesen komischen neuen Zustand 2b da so reingefriemelt sozusagen, dass es mit den Pfeilen übereinstimmt, die hier auch sind. Und wir hatten auch vorher schon geguckt, dass dieser Zustand hier, der als 2a gilt und bei einer Nullausgabe eine 1 reinmacht, das hatten wir alles schon überprüft und das ist alles korrekt. Und im Grunde sind wir damit schon fertig. Okay, das kam ein bisschen komisch rüber. Okay, aber das war es tatsächlich schon. Das Hauptaugenmerk, was ich geben will, ist jetzt mal abgesehen davon, das Zweier war so ein bisschen schwieriger jetzt, weil das so ein bisschen komplizierter war, weil da zwei verschiedene Ausgaben sind. Im Grunde ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn man irgendwo mal anfängt. Das heißt, am besten beim Zustand 0 oder sowas, der ist ja meistens so benannt. Und dann arbeitet man sich so Schritt für Schritt durch, wie ich das hier gemacht habe. Einfach gucken, was passiert beim Einser, was passiert beim Zweier. Und vielleicht sind ja Sachen, die hier beim Mealy-Automaten beschrieben sind, bei Moore-Automaten genauso. Wie jetzt zum Beispiel, was hatten wir? Beim Zustand 3, da gibt es ja diesen Pfeil und diesen Pfeil hier. Und in jedem Fall wird hier eine 0 und hier eine 0 ausgegeben. Das heißt, der Zustand 3 gibt eigentlich immer eine 0 raus. Wenn man das als Moore-Automaten sehen würde. Also man muss einfach gucken, welche Gemeinsamkeiten gibt es. Also auf dem Weg muss man gucken, welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen dem Mealy-Automaten und dem Moore-Automaten. Und die kann man dann direkt so übernehmen. Und in dem Fall wie hier, wenn es keine Gemeinsamkeiten gibt, weil es einmal die Ausgabe 0 und einmal die Ausgabe 1 gibt, dann muss man das natürlich in zwei Zustände teilen. Und dann sieht man auch, dass eben die Pfeile doppelt sind. Ich wechsle nochmal die Farbe. Weil wir haben ja jetzt diesen Pfeil hier, der mit der 0 in den Zustand 1 geht. Und wir haben auch diesen Pfeil hier, der mit der 0 in den Zustand 1 geht. Und genauso haben wir diesen Pfeil hier, der mit der 1 in den Zustand 3 geht. Und diesen Pfeil hier, der mit der 1 in den Zustand 3 geht. Also die Pfeile verdoppeln sich natürlich, aber das ist eine notwendige Sache, die da ist. Die wird man dann feststellen, wenn es eben keine Gemeinsamkeiten gibt. So, ich hoffe, das Video hat einigermaßen geholfen und vielen Dank fürs Gucken.